So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Magazin 115 für 5,50 Euro ist da. Limitierte Karte und Minifiguren passen nicht übereinander. Blau-grün. Nein, Scherz beiseite. Also, das Wichtigste, die Serie 9, die LE10, kriegt ihr nur auf dieses Magazin. Deswegen hoffe ich mal, Trick. Jemand hat mir gesagt, er dreht sie mal weg. Geht aber nicht. Zu viel Kleber dran. Ne? Das ist doch ekelhaft, ist das doch. Ich hoffe, euch geht es nicht so. Aber ist heile geblieben. Ist nur eine Rolleken. Drückt man wieder zusammen. Dann passt es. Ich hoffe, bei euch ist die auch heile geblieben. Dann kommen wir natürlich zu den Minifiguren. Kann ruhig kaputt gehen, weil ich baue sie ja einmal zusammen. Sieht mega cool aus. Besonders der Kopf mit die Augen. Hier seht ihr das ganze Magazin. Die ganze Frontseite von das Lego Ninjago Magazin 115. Und jetzt blättern wir drin herum und freuen uns, was nächste Mal drin ist. Auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, Merchandising Inhaltsverzeichnis. Da ist er. Bauanleitung. Zwei Schwerter, die lange Stab kann man so nicht nehmen, weil er ist ziemlich lang. Mega cool. So, dann haben wir so ein bisschen Gewinn, Rätsel, Jahresabo, Comicbeilage beginnt auf Seite 10. Cool, eine Drache. Ich mag ja Drachen, das wisst ihr. Ah, er ist auch cool. Habe ich natürlich das Unboxing von gemacht. Ja, gefällt mir. Die Comicbeilage, ihr seht das selber. Wasserlastig, Rätselspaß, ein Poster, zwei Seiten. Kumpel Kai. Mega. Alleine hier das oberste Stück. Zack. Wenn man das hier nur abtrennt, dann da so Figuren beistellt, als Diorama macht, mega cool. Ah, und ja. Ein Comic-Style. Jahresabo. Der hat aber schlechte Zähne. Kai, pass bloß auf. Ja. Ja, der Drache ist wirklich cool. Das ist doch ein cooler Kai. Wenn es so die Feuerflügel da hinten dran geben würde. Mega. Aber naja, lassen wir das Ganze mal. Rätselspaß. Und jetzt kommen wir zur letzten Seite. Und da haben wir wieder eine Figur bei. Die hatten wir schon mal. Ist aber jetzt ein anderer Druck und alles. Und einfach nur genial. Jetzt möchte ich eure Meinung, eure Kommentare. Und ja, es ist wieder so eine Art Rock. Keine Füße. Ich mag sie nicht wirklich. Aber das. Jetzt wird der Rock aber hier oben schon abgetrennt. Über den Gürtel. Es gibt von den grünen Ninjago gibt es Beine. Pechschwarz. Die haben an der Seite so grüne Streifen drunter. Würde vielleicht dabei auch noch aussehen. Aber einmal muss man den ja mit Rock haben. Aber ich mag den nicht so. Ihr schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare. Besonders nächstes Mal die Figur. Mega cool. Und wie ihr das seht, mit den Rock und Beine auf jeden Fall. Cool, auch schon angeboxt. Jetzt kommen wir zur Bauanleitung und zu den Minifiguren. Aber natürlich zählt natürlich auch hier, ich werde euch irgendwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, danke dafür. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Aber das muss ich ja jedes Mal betonen, weil viele fragen mich immer. Verstehe ich zwar nicht warum, ich betone es doch gerne so oft. Aber jetzt kommen wir zu der Figur erstmal. Ja, die Schulterpolster, mega cool, aber ist diesmal hinten für die Schwerter mit dran, also so eingelassen, so farblich mäßig. Mega cool sieht das aus. Dann natürlich die Augen. Und so, ich hole mal eben meinen Stab, wie immer vergessen.
So, das ist die Minifigur. Sieht mega cool und krass aus. Hinten diesmal geht es auch, weil die Schulterpolster in grün gehalten sind und dann das Goldene, wo die Schwerter reinkommen, passt dazu. Mega. Allein dieses Dunkel- und Hellgrün. Cool. Also ist meine Meinung, dass es cool ist. Ne? Jetzt nehmen wir natürlich zwei Schwerter, kommen natürlich jetzt hier hinten rein. Einmal. Zweimal. Sieht schon krass aus, aber jetzt machen wir ja die Lanze zusammenbauen. Müssen wir das jetzt auseinander? Das sind ja diese sogenannten Wurfsterne. Die sind eigentlich immer dabei. So, das Schwert wird genommen. Goldene. Ein Wurfstern hier durch das Schwert. Passt sogar. Ein Grün hier drauf. Schwert rein. Genau das gleiche mit dem zweiten. Schwert drauf. So, und das ist jetzt mega, aber jetzt müssen wir mal eben so drehen, dass beides gleich ist. Dann sieht es natürlich ordentlicher aus. Mega cool. Oder was meint ihr? Sagt ehrlich, schön leichten Schwung. Warum? Kann man ihm natürlich jetzt perfekt geben. Ups, ja, ja. Ich wollte jetzt gerade was sagen, aber da hätte es Tüt auf mein Video geheißen. Aber, und ihr seht, ziemlich groß und hoch nach hinten hin. Ihr seht dann auch schon, oh, der Arm geht natürlich nicht weiter nach hinten, weil jetzt dieses Schwert hier im Weg ist. Müssen wir hochziehen, dann können wir es weiter drehen, dass er so stehen kann. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöde gemacht, weil dieses Schwert jetzt höher rausguckt. Ja, oder weglassen. Reicht natürlich auch. Mega cool. Oder was meint ihr? Schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare dazu. Ich bin sehr gespannt, wem die Figur gefällt, wem die Waffen gefallen. Ehrlich sein, schreiben, schreiben, schreiben. Ich verlinke euch irgendwas von Lego Ninjago. Danke, 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 danke dafür. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.